Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Wager-Match gegen einen anderen YouTuber. Und zwar spielen wir gegen Freestyle Gaming. Link zu seinem Kanal ist in der Beschreibung. Und ja, wir spielen um 10.000 Münzen. Klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber das ist das erste Wager-Match, was ich jemals mache. Daher ist es, denke ich, ganz angebracht. Hier sein Team, Premier League, mit ordentlichen Spielern auf jeden Fall. Viele von denen habe ich auch in meinem eigenen Premier League Team drin. Wie zum Beispiel Gibbs oder Richards oder Benteke. Kabul auch. Und ja, mal gucken. Mal gucken, wie es läuft. Wie gesagt, es geht um 10.000 Münzen. Wenn ich weiß, was ein Wager-Match ist. Jeder von uns setzt halt 10.000 Münzen und der Gewinner erhält halt die 10.000 Münzen vom Gegner. Das ist auch schon das ganze Prinzip. Und ja, das heißt, es wäre auch relativ gut, wenn ich gewinnen würde. So, meiner Bundesliga-Mannschaft spiele ich hier. Übrigens habe ich Gündogan, wie man gerade sieht. Mein Team gepackt, hat ein paar Münzen gekostet. Mandzukic, oh. Boah, was für ein Schuss. Nice, wer war das? Gustavo, glaube ich. Ah, knapp. Jetzt Alaba. Oh, ganz frei zum Kopfball. Nein, aber zum Platziert von Mandzukic, glaube ich, war es. Jetzt muss ich aufpassen. Hui. Zack. Ah, Mandzukic hat den Ball. In der Mitte läuft sich jemand frei. Kommt aber nicht zum Kopfball. Oh, muss ich aufpassen. Ein hoher Pass kann alles ausschalten, was ich so in der Defensive habe. Oh, hat er noch. Elia. Ah, fuck, das war nicht gut. Gustavo. Ah, er hat noch den Ball, verdammt. Ah, zu viele Tricks. Ah, ich komme hier nicht durch. Schon abgefangen, aber... Ah, sofort wieder verloren. Oh, schlechter Pass von Piszczek. Kein Foul. Nein, raus. Ah, verdammt. Ah, der Pass war nicht so gut. Leichter Fang vor Adler. Okay, das sollte nicht so kommen, der Ball. Das sollte eigentlich recht zu Maschikowski. Ah, kriege ich den hier? Kriege ich. Au, kein Foul, okay. Hätte ich jetzt so gesehen. Uah, meiner. Der geht nicht ins Aus. Der, gut, doch, der geht ins Aus, zum Glück. Uff, okay, schöner Einwurf. Oh, fuck. Damit ist er natürlich jetzt komplett durch. Adler kriegt den Ball. Musste abziehen, sonst wäre mein Verteidiger da gewesen. So, jetzt gucken wir mal. Ecken sind immer ein bisschen tricky. Vor allem, wenn er da so eine Riese wie Fellaini hat. Aber Alaba ist schnell jetzt. Er kann einfach vorbeigehen. Ah, Mandzukic, oh. Kabul, gefährlicher Rückpass. Muss ich aufpassen, dass er hier keinen großen Konter startet. Das hat er sehr gut gemacht. Ja, den habe ich. So, Alaba. Verdammt, Richards. Natürlich eine gewisse körperliche Stärke. Ah, verdammt. Kommt da nicht ran. Muss ich aufpassen. Er rennt da natürlich sofort los. Das macht er sehr gut. Ach Mann. Den habe ich. Zack. Na, Elia ist schnell. Schnell genug. Er ist schnell genug. Gute Flanke, vielleicht auf Mandzukic.
nicht so gut, der Kopfball. Geht auf jeden Fall besser. War auch nur so halb erwischt. Er spielt dann natürlich nach außen. Sehr guter Pass. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich ganz doll... Oh, was für eine Parade von Adler. Sehr guter Kopfball von Benteke. Oh, Fellaini, ey. Bei dem muss man richtig aufpassen. Den Kopfbällen und so. Da kommt man zu Glitch nicht durch. Schade, ich dachte, vielleicht kommt er da durch. Vielleicht kann er sich da durchsetzen, aber... War doch nicht so. Was macht er denn da? Ja, schwindrigst du hier. Die Frage ist, ob das auch wirklich was bringt, weil hier sieht man nämlich, es bringt nur manchmal was. Komm, nein! Scheiße! Ich hab nicht sofort auf Schießen gedrückt. Oh. Mann! Ach, verdammt! So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, sehr schön, Martinez. Ist langsam, aber dafür solide. Oh, perfekt auf Błaszczykowski. Komm rüber. Und jetzt Mandzukic nur noch einköpfen. Nein! Hätte Mandzukic den irgendwie bekommen, dann wäre auf jeden Fall drin gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. Na, komm. Hat er. Błaszczykowski. Natürlich schnell wie Sau. Komm, Mandzukic. Ja, da ist er. Mandzukic. Perfekt im Kopfball. Sehr schön. 43. Minute. 0:1. Die Führung für mich. Genau darauf baue ich immer schnelle Außenspieler und dann nach innen flanken mal zu Schatten. 88er Kopfball. Oh, fuck. Sturridge, Alter, kommt fast durch meine gesamte Abwehr durch. Oh, nein, das fand ich gut. Das war gar nicht gut. Komm. Sehr schön. Nein, Gustavo. Komm. Kopfball gewonnen. Jetzt mal ein Zugic. Oh, gegen den Pfosten nur. Scheiße. Zurückerobert von Mandzukic. Oh. Ich dachte, ich kann da durchgehen, ey. Ich hätte jetzt auch sofort abgezogen, aber war auch mit dem Fuß dazwischen. Puh, sehr spannendes Spiel bis hierhin. Oh, krass. Danach der Pfostenschuss. Fast das 2-0. Deutlich mehr Chancen von meiner Seite bisher. Mal gucken, wie es in der zweiten Halbzeit aussieht. Ob er hier nochmal eine Stange zulegt. Oh. Na, Błaszczykowski hat eine 66er Verteidigung. Ah, Gibbs hat abgefangen. Da hat er jetzt Platz. Da hat er Platz. Platz, Raum, Zeit. Aber er macht nichts draus. Hätte auch einen Freischuss geben können. So, hier kann ich jetzt ein bisschen durchziehen. Błaszczykowski. Dann eine Flanke bringen, vielleicht eine gute. Ah, na, war nicht so gut. Hätte ich vielleicht früher flanken müssen. So, abgefangen jetzt. Martinez, der ist natürlich langsam. Da muss ich aufpassen, dass mir den keiner abnimmt. Indem er da angesprungen kommt. So, Martinez. Solide. Oh Gott, was für ein schrecklicher Pass von Błaszczykowski. Jetzt muss ich aufpassen, dass er mir nicht einfach entwischt. Nein, Błaszczykowski stellt ihn. Und Błaszczykowski rennt wieder allen davon. Hat halt auch sehr viel Pace. Ah, verdammt, Mandzukic. Kommt da nicht zum Kopfball. Jetzt muss ich gucken, was er macht. Geht wieder bei außen. Gefährlich. Boateng, sehr schön. Oh, komm.
komm. Nein, gib's. Oh, Boschikowski, sehr schön. Jetzt Piszczek. Komm, man zu. Och, nein. Fuck, zu weit. Ah, Otto, die Abstoß. Mann. Oh. Ja, schenke ich ihm wieder. Da wollte ich jetzt auch nichts draus machen. Und sowas finde ich extrem scheiße, noch sowas. Also zumindest in so einem Match. Zumindest in so einem Match. So. Ha, rennt durch. Fuck, ich hab damit gerechnet, dass er nach innen zieht. Oh, Glück gehabt. Ach scheiße, da vorne. Ah, zu spät gesehen, dass da vorne gar kein Mandzukic losläuft. Ich dachte, Mandzukic wäre schon viel weiter vorne. Er geht immer so weit mit in die Defensive. Durch seine High Work Rates. Oh, Martinez außen. Boschikowski, Flanke. Ah, Gündogan kommt sogar zum Schuss, aber daneben. Mann, Mann, Mann. So. Sehr schön. Oh Gott, oder auch nicht. Oh, Dante klärt vorerst. Ja, sehr gut. Luis Gustavo. Jetzt auf Mandzukic. Oh, schon wieder gegen den Pfosten. Boah. Nein. Er hält. Noch eine Chance? Nee. Oh, krass. Nächster Pfostenschuss. Sehr guter Trick. Boschikowski stellt ihn schon wieder. Haben wir jetzt schon des Öfteren. Komm, Mandzukic. Ah, das gibt's natürlich da. Oh, fuck. Ah, verdammt. Oh, Piszczek. Nein, der sollte eigentlich ganz in die Mitte. Jetzt mache ich hier richtig Druck. Na, was macht der Kopfball da? Gustavo, oh nein. Warum macht der denn Kopfball? Ach, so eine Scheiße. Oh, ich hätte hier schon mindestens 2-0 führen müssen, wenn ich sogar 3-0 teilweise. Also bei den Chancen, die ich gerade hatte. Und das war zu. Oh, das war abseits, ey. Ein Glück war das abseits. Das war nämlich voll knapp. So. Martinez, komm her. So. Perfekt. Auf Javi Martinez. Na, ah, verdammt, er ist zu langsam. Und hat so eine schlechte Ballannahme. Ist halt kein offensiver Spieler. In so einer Aktion merkt man das dann auch. Boah, fast wäre damit durchgekommen, ey. Nein. Oh fuck, das war jetzt ganz, ganz blöd. Jetzt bloß keine Scheiße hier bauen. Nein. Komm. Nein, Gott, was sind das für Pässe? Da sollte der nicht hin, der sollte nach innen. Alter, wie er jetzt Druck macht. Jetzt macht er richtig Druck. Der war am Außen, dürfte Abschluss geben. So. Den hau ich mal gerne weit weg. Vor allem Mandzukic gewinnt auch ab und zu mal ein paar Kopfbälle da vorne. Ach Gott, das war jetzt ein Fehler. Das muss ich natürlich wieder aufpassen. Oh, fuck. Oh. Piszczek, ey. Retter in der Not. Schon wieder Piszczek. Klärt zum nächsten Einwurf. Doch, schon wieder Piszczek. Dritter Einwurf. Langsam reicht's aber.
kriegt er die Flanke rein, aber nicht gut genug. Ich warte ganz kurz. Ja, Mandzukic. Na, schade. Das habe ich schon mal geschafft, da komplett durchzulaufen. Und das war's. Das war's. Spielende 0:1 gewonnen. Ich würde sagen, der Sieg war verdient auf jeden Fall. Boschikowski Spieler des Tages, sehr schön. 667 Münzen hier bekommen. Und dann würde ich mal sagen, dürfen wir uns auf die 10.000 Münzen freuen. Hier sieht man nochmal deutlich. Ich hatte deutlich mehr Chancen. Auf jeden Fall sehr gutes Spiel. Schaut auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbei. Freestyle Gaming ist übrigens in der Beschreibung verlinkt. Er macht viele FIFA Ultimate Team Videos. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Und ja, das war's dann auf jeden Fall hiermit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht ja bei noch einem Wager-Match. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, auch wie euch so ein Wager-Match gefallen hat. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, tschüss.